Was klotzt du so? Folge 2 bei Lego Worlds. In der letzten Folge hat Daniel den tollen Sag's nicht für die, die es vielleicht noch anschauen wollen. Okay. Ein Bauwerk gebaut in der Ferne. Und jetzt bin ich dran. Ich gehe in den Steinchenmodus. Und wir machen es jetzt so, wer mitraten will, dem blenden wir hier jetzt den gesuchten Begriff ein nach dem Signalton. Und wenn der Signalton beim zweiten Mal kommt, dann blenden wir es wieder aus. Das heißt, wenn es jetzt gleich klingelt, dann schaut es einfach kurz weg und wieder hin, wenn es nochmal klingelt. Und dann könnt ihr mitraten, was Michi hier gerade baut. Und hier kommt schon der Ton. So, dann Genau. Und weiter geht's. du musst das Startkommando geben, Ach ne? so, die Uhr. Ja, die Uhr. Und los geht's. Gut, dann fangen wir hier mal an. Kurz nochmal die Regeln. Also Michi hat 15 Minuten Zeit, was zu bauen. Ich muss es erraten, was es ist. Und ich darf Fragen stellen und Michi mit Ja oder Nein antworten. Wenn Michi 10-mal mit Nein antwortet, habe ich verloren automatisch. Aber, und wenn die Uhr abgelaufen ist, auch. Michi darf dann aber trotzdem noch fertig bauen, weil wir wollen ja sehen, was er denn da so zusammen konstruiert. So. Schwarzer Klotz. Jetzt bauen wir den mal ungefähr. Ne, halt, wie drehe ich Sachen? Mit So. genau. Ne, ich glaube eher so. 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 Das wird eine Art Fundament oder wie? Oder irgendwas, irgendein stabiler Unterbau für irgendwas. Sag jetzt nicht ja oder nein, sondern ich denke nur laut. Meine Frage erkennst du das schon. Ich stelle hier die Fragen. Das wollte ich übrigens schon immer mal sagen. Baust jetzt wieder deine rot-schwarze Symbolik auf. Hallo. Bemerkenswert finde ich übrigens bei all unseren Bauwerken, dass wir es immer mal eine Reihe Naja. vertun. Da soll jetzt mal der Psychologen ran, dass das für uns aussagt. Das ist immer haarscharf am Ziel vorbei. Das sieht aus wie ein Podest oder so. Was hat denn schwarze Füße und einen roten Korpus? Ui, ein Marienkäfer. Nein. Nein. Das gilt nicht. Was? Ja, Das okay, das gilt. gilt. Scheiße. Also, ein Strich für mich. Ich glaube, ich warte noch ein bisschen ab. Ist doch schon klar, dass du die Leute unterhalten musst. Ich? Ja. Die können ja mitraten. Ja. Das war eine ganz schön traurige Veranstaltung hier. Da jetzt auch die Warnung, nicht unbedingt die Kommentare lesen, weil ein Spezialist von euch, der hat es eh schon reingeschrieben, was es ist. Was ist denn das? Hohoho. Das ist Mario? Nein. Du hast nicht Nein gesagt, also gilt es. Fuck, ich hätte Nein sagen sollen. Ist es Mario? Nein. Da! Also beim zweiten Nein. Wie heroisch die Musik auch ist, gell? Ne? Untermalt dein Versagen. Wie schaut es bei der Zeit aus? Ja, ein bisschen geht schon noch. 3 Minuten 25. Ich kann mir noch nicht recht was vorstellen. Tja, weil du keine Fantasie nicht hast, aber überhaupt, Conny. Wie nimmt man den nächsten Stein? So. Farbe ändern, ne? Also ich kann mir gar noch überhaupt nichts darunter vorstellen. So. So.
Was? Das ist so entartete Kunst, oder? Was du da. Hallo! Da weiß ich ja nicht. So, am Jonathan Mese hätten sie es jetzt schon abgekauft für 100.000 Euro. Das Club. Hä? Das ist ganz schön detailversessen, was du da machst, oder? Ja. Wie spät haben wir? Viertel vor 10, aber das bringt dir jetzt nichts, die Info. 5 Minuten hast du schon. Das ist echt wichtig, welche Farbe und Höhe diese Klötzchen da haben, oder? Ja. Du wirst mich nur verarschen. Nee. Du hast jetzt irgend so einen Begriff ausgesucht, den man nicht bauen kann, oder? So wie, keine Ahnung, Strukturalismus. Ich find's fucking awesome bisher. Ich bin ein bisschen stolz auf mich selbst. Okay. Ist es denn... Gibt's das Ding in echt? Oder gibt's das in echt? Nein. Ist es im... Also nein, ich muss ja mitschreiben. Ist es eine... Also in der Fiktion was Reales? Hä, wie meinst du? Also zum Beispiel Mickey Mouse ist in der Fiktion was Reales. Das hat sich jemand ausgedacht, gibt es natürlich nicht in echt, aber... Es ist in der Fiktion was Reales. Also es ist nicht einfach nur ein Begriff. Richtig. Also ja. Was ist denn der Stein, den ich brauche? Wie viel Zeit habe ich? Noch 7, nee, noch 8 Minuten. Das gibt's nicht in echt. Das heißt, es ist jetzt auch kein irgendwie modernes architektonisches Ding, was du hier möglichst cool nachbaust. Nee. Nö, das ist uralt. Gibt es nicht in echt. Aha, die Zwei-Hände-Technik mit Pad und Maus. Ja, weil ich mir nicht zu helfen weiß, wo welcher Knopf ist. Jetzt brauche ich noch. Ich bin völlig ratlos, ganz ehrlich. Rat eine Frage haben, du musst mal Fragen stellen. Ja, ich will ja keine Nein. Ich kann mir noch überhaupt nichts darunter vorstellen. Wenn es was Fiktionales ist. Hat es was mit Architektur zu tun? Nein. Nein. Also nicht direkt, nee. Würde ich nicht sagen. Also es ist kein Gebäude oder eine Stadt oder was derartiges. Es ist kein Gebäude und keine Stadt. Wo ist der Stein, den ich suche? Wo ist der Stein, den ich suche? Ich kann mir nichts vorstellen. Ich kann auch keine Fragen stellen, ganz ehrlich. Fällt dir nichts dazu ein? Gar nichts? Nee. Jetzt komm schon, Daniel, das ist nicht so schwer. Doch. Es ist nicht so schwer. Du verarschst mich doch. Das ist es Verarsche. Dass du hier gerade so genau rumtust und so, na, hier doch, und ne, der Stein. Das wäre eigentlich, jetzt ärgere ich mich, dass mir das nicht eingefallen ist. Der gesuchte Begriff war Verarsche.
Warum geht denn das? Ja, aber was soll denn das sein? Es ist kein Tier, es ist kein Gebäude. Wieso geht denn das da nicht rein, Sifix? Diese ganzen kleinen Kackbrocken daneben, wo dann... Man macht doch mit LT und mit LB und RB, lass die Dinger doch steigen oder sinken, oder? Ja. So kann ich das dann hier nicht reinmachen. Na jetzt, okay. So. Wo ist das, was ich will? Das da. Ich bin jetzt echt gespannt, was das wird. 5 Minuten hast du noch. Warte mal, falsch. 5 Minuten, einer. Ja. Jetzt kommst du mir aber bestimmt gleich drauf. Ey, diese behinderte Steuerung. Wenn ich mal checken würde, wie das mit diesem Achsenfeststellen wirklich funktioniert, dann wäre da, glaube ich, schon echt viel gewonnen. Ein fiktives Ding, was nicht Architektur ist. Es ist auch keine Person. Nee. Also ja, es ist auch kein Tier. Halt, das war ein Nein. Nein, es ist ein Ja, wenn ich sage, es ist keine Person. Nein. Doch. Wenn ich sage, es ist keine Person, dann kannst du nur Ja sagen, wenn es keine Person ist. Und dann ist es... Nee, ich kann auch Nee sagen. Ja, aber es zählt dann nicht. Aber das war schon eine Frage. Ach, fick dich halt, wieso geht denn das nicht? Entschuldigen Sie meine Vulgärsprache. Du hast nur noch 4 Minuten. Ey, das nervt. Ist es, wenn es fiktional ist, aus dem Bereich Film? Ja. Ist es ein Film, den ich kenne? Wenn du ihn nicht kennst, dann haben wir hier ein Problem. Ist es aus dem Bereich, sagen wir mal, Nerdkultur? Ja. Wieso kommt das der Stein nicht aus dem Boden raus? Ich weiß es nicht, ist doch wurscht, der eine Stein jetzt. Das heißt, das ist ein Film, den du wahrscheinlich gut kennst und ich aber nicht ganz so gut. Oder kenne ich den auch? Ich weiß, was es ist. Was ist es? Zoom mal raus. Ich versuch's, aber die Scheiße geht halt nicht. Okay, es ist der Java-Markt mit dem Sandcrawler in Tatooine mit den ganzen Druiden. Sehr gut. Boah, aber dann erklär doch mal die ganzen einzelnen Steine. Naja, das sind halt einzelne Druiden, also das sind halt die... Das ist 3PO? Ich wollte ganz zum Schluss erst R2 machen, also halt mit so einem weißen und einem blauen aufeinander oder so nebeneinander. Ja, okay, aha. Und der goldene ist halt C3PO, das andere sind halt diese ganzen kaputten Druiden, die roten Klötze sind die kleinen Javas und das ist halt hier der Sandcrawler. Und das sind halt hier irgendwie so Türme und Antennen, die dort diese aufgestellt haben. Und eigentlich sollte das ja noch viel höher sein hier. Ja, ja. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich denn jetzt hier nicht den Stein hinstecken? Das gibt's doch nicht. Ich werd bekloppt. Keine Ahnung, aber es ist aber sehr schön. Ist ja jetzt richtig, ne? Das ist ja nee. Falsch. Aha! Ja, aber die Nerdkultur hat's jetzt ausgemacht. Ich werd verrückt. Ich werd echt verrückt. Wieso kann ich das da nicht hinbauen? Geh da rein. Nehme ich halt den. Mich halt den. Nein! Was mache ich denn falsch? Alles. Ey, das gibt's doch nicht. Wieso kann ich den Stein da nicht hinstecken? Der zoomt halt nur raus. Achse feststellen. Relativ. Achse feststellen. Wieso? Ja, es geht halt nicht. Es ist halt im Arsch, mein Gott. Oh, fick den Shit, echt. Entschuldigung. Naja, aber 4-1 habe ich nur gebraucht. Ja, weil du halt auch die ganze Zeit die Klappe gehalten hast. Das ist halt auch ultra eine lame Taktik.
Ja, ich muss mich doch erstmal inspirieren lassen, was es ist. Du musst dumm fragen, darum geht es. Es hätte auch Otto hier sein können. So. Ja, das stimmt. Also der Mops von Bernd. Nee. Nicht Otto Walkes. Otto Walkes in der ganz verzweifelten Phase. Ihr braucht mein Gesicht. Sie sehen aus wie ein Java-Wüstenfahrzeug. Deine Zeit ist übrigens gleich abgelaufen, gell? Ah, jetzt geht's auf einmal. Warum steht er unter Druck? Also es ist hier Mobbing. Ganz eindeutig. Warum auf einmal diese Steine nicht miteinander reingehen? Das ist doch hier doch dieser, wo ist denn dieser Modus mit, dass man die ineinander reinbauen kann? Überschneiden ist doch an. Ja. Why you no work? Ja, wurscht. Also, das wär's gewesen. Der Java Sandcrawler, wunderschön aus Star Wars. Gratuliere, ich habe gewonnen. Fuck. Dabei steht es jetzt schon 2-0 für mich. Fuck. Beim nächsten Mal ist Daniel wieder dran. Ich hoffe, ich kann erraten, was er kredenzt. Schalten Sie wieder ein. Ciao. Ciao.